So Leute, es ist wieder einmal soweit. Seven vs. Wild Staffel 3 Behind the Scenes Folge 3 ist draußen und wir schauen uns das Ganze mal wieder zusammen an. Der Titel, die allererste Besichtigung der Location, das heißt, es geht darum, wo wurden die Teilnehmer ausgesetzt und man sieht wahrscheinlich die Vorbereitung des Ganzen. Aber ich will gar nicht zu sehr darum rumreden. Lass uns reingehen und uns das Ganze anschauen. Wir sind vielleicht einen Tacken spät dran jetzt. Man könnte meinen, wenn das jetzt nichts wird, dann war's das, ne? Guter Teaser. Eindruck, sag ich immer. Während zu Hause in Deutschland die Teams nominiert werden und ihr mitfiebert, welche Kandidaten diesmal dabei sind, machen sich Max und Johannes zusammen mit einem Team auf die Suche nach dem idealen Austragungsort für Staffel 3. Aber was ist mit den Bären? Wie gefährlich ist das wirklich? Und finden wir in der knappen Zeit geeignete Spots? All das in Folge 3 Behind the Scenes. Ist ein Bär gefährlich oder nicht? Es hängt natürlich damit zusammen, wie man sich selbst generell verhält. Ich bin kein Bärenexperte, ich habe auch jetzt nicht irgendwie viel Kontakt mit Bären gehabt. Wenn man jetzt, sag ich mal, Sichtkontakt hat, nicht rennen und schon gar nicht den Rücken zeigen. Also umdrehen und wegrennen ist halt ein typischer Beutereflex und das stachelt den halt an, ne? Ja, generell unterscheidet man ja ganz grob in der. Ja, und Bären sind halt einfach schneller als Menschen und auch stärker im Zweifelsfall. Deswegen, also was ich gelernt habe, ich war in den USA, Schwarzbären und Braunbären, was da, wo wir waren, das häufigste gewesen wäre, wenn man laut ist und kann man die verscheuchen, das sind scheue Tiere. Grizzlybären, die juckt es wenig, die sind ziemlich aggressiv. Natürlich. Immer wenn irgendwie Mutterinstinkte oder Elterninstinkt, also wenn ein Jungtier dabei ist, dann ist es immer kritisch. In der Region zwischen Schwarzbären und Braunbären, wobei der Schwarzbär der entspanntere ist. Braunbär und ein Grizzly, der weiß schon eher, wer er ist dort draußen und ja, da. Schwarzbär habe ich persönlich schon gesehen, auch USA, Yellowstone Nationalpark, der war so 200 Meter ungefähr weg von uns. Ja, also war cool. Er war auch voll entspannt, lag da. Wenn er sich jetzt wirklich krass auf uns zubewegt, hätte ich schon ordentlich Schiss bekommen. Der lag einfach da, ist so ein bisschen, so, weiß nicht, 100, 200 Meter entlang gegangen, hat sich dann wieder hingelegt, bisschen so im Gras gelegen, bisschen Gras gekaut. Das war schon richtig geil anzusehen. Einmal, dass man das mal gesehen hat, weil so ein Bär sieht man halt in der freien Wildbahn nie. Aber. Das ist schon massiv, so ein Ding. Aber die schauen richtig flauschig aus, aber sind sie nicht. Muss ein bisschen mehr aufpassen. Das da sind bärensichere Mülleimer. Die gibt es hier nur. Hier gibt es nur diese bärensicheren Mülleimer. Die haben wir auch gesehen. Weil, Pat? Weil hier Bären sind. Richtig. Ja, Kanada Alaska war für uns eigentlich sehr offensichtlich. Wir wollten schon Staffel 2 da produzieren, dachten dann aber, ja, schon ein bisschen. Bärensicher, die Challenge ist immer bei bärensicheren Mülleimern, die müssen einfach genug für den dümmsten Menschen sein, aber zu komplex für den intelligentesten Bären. Und das ist immer so die tricky Herausforderung, dass die da gescheit gemacht werden. So, jetzt aber jetzt genug geredet, weiter. Schwierig von der Lass mal die reden. Vegetation, Schweden und Kanada. Sieht halt etwas ähnlich aus. Wir wollten einen kompletten Kontrast, sind dann auf die tropische Insel geswitcht nach Panama. In Staffel 3 dachten wir uns, Angriff, gehen wir rein in die Bären und in die Wölfe. Und es wird Kanada und dann ging es an das erste Scouting. Da sind wir dann mit einem kleinen Team, mit Pat, mit unserem Kanada-Experten Rainer, mit André, Johannes und mir, sind wir halt rüber geflogen und haben uns die Siehst doch Location ewig angeguckt. lang, eventuell auch Back, back Alaska. again. Unsere Production-Zeit. Und was haben wir jetzt vor? Jetzt springen wir gleich auf ein Boot mit Maxi. Hallo. Dann kicken wir mal, ob die Inseln was sind. Auf geht's! Yes, wir sind jetzt in. Wo sind wir, Pat? Port Hardy. Wir sind Port jetzt Hardy. vom Fährhafen von Vancouver Island hochgedüst zu Port Hardy. Das wird jetzt wahrscheinlich unsere Base hier werden, weil hier so ein bisschen Infrastruktur herrscht, also fürs grobe Team. Hier sind auch die Wasserflugzeuge, man sieht's, Boote, etc. Ja, und jetzt haben wir gleich ein Treffen mit den First Nations. Da haben sie auch erzählt, dass hier wohl auch Grizzlies rumlaufen, obwohl wir das eigentlich nicht wollten. Aber hier tun wohl Grizzlies rum. Grizzlies ist, wie gesagt, die Ganze ist ein Schlimmste. bisschen durchwachsen.
weil wir uns, glaube ich, bis zum letzten Tag nicht sicher waren, ob die Location überhaupt für eine Staffel 3 geeignet ist. Hat unter anderem den Grund, dass es da alles sehr groß ist. Also es ist sehr weitläufig. Es sind ja insgesamt 2 Inseln, die wir nebeneinander verwenden konnten. Plus, wir waren nur eine begrenzte Zeit da, mussten uns natürlich auch den Wetterbedingungen anpassen. So I just want to make sure that everybody here knows that none of this would be happening without the work of Jamie and her partner here. This is a big project for us and we want to make sure, one, we can handle it. Das ist fett für meinen Anzug. Aber ganz ehrlich, er ist ja nicht so dick. Leute dort leben ja auch. Also da, direkt mit dem Schwarzbär zusammen. Also wir sind irgendwo hergefahren, aber immer war ein Schwarzbär an einem Obstbaum, direkt bei einem Haus. Das die sitzen auch da in den Gärten. Ist halt ganz normal da. Aber natürlich ist es so, wenn du dich falsch verhältst, so einem Grizzly gegenüber oder einem Schwarzbär gegenüber, dann kann das halt auch wirklich schwierig ausgehen. Sei mal dehydriert, hat man nichts gegessen, stolpert dann über einen Bär oder kommt den zu nah oder was weiß ich, verhalte dich falsch. Weil das, auch wenn du es vorher gelernt hast, wie du dich verhältst, kannst du ja nicht das abrufen, was du vielleicht willst in so einer Situation. Und vor allem, die wachsen ja damit auf. Wenn jetzt die Seven vs. Wild Leute da hinkommen, die haben noch nie, vielleicht im Zoo, aber sonst wahrscheinlich noch nie, bis auf Affe auf Bike, die hat zweimal gesehen, meinte sie in der letzten Folge. Aber die haben halt noch nie irgendwo irgendwas in die Richtung gesehen. Und deswegen kann das schon halt krass sein, weil wenn man da aufwächst in Vancouver und halt jede Woche einen Bär sieht, dann ist es halt normal und dann lernst du halt in der Schule vielleicht auch, wie damit umgeht, die Eltern erzählen es. Lernst von Kind an, hey, Bären sind gefährlich. Sie töten dich nicht unbedingt direkt, aber wenn du dich falsch verhältst, dann kann es tödlich enden. Und dann hast du halt jede Woche, jeden Monat mal so einen Bären-Encounter und lernst es halt irgendwie damit umzugehen. Aber wenn du halt zum ersten Mal so einen Bären siehst, ist schon krass, glaube ich. Heute ist auch frisch, ne? Nachdem man die nötigen Sicherheitsbriefings durchlaufen hat, kann das Scouting beginnen. Seit 30 Jahren hat keine Kooperation mehr mit den First Nations stattgefunden. Wir sind das erste Team, das ihr heiliges Land betreten darf. Krass. 8000 Kilometer entfernt ahnt ihr noch nichts von all dem und verfolgt, wie die ersten Teams nominiert werden. Dieses Jahr werden die Kandidaten in 7 Zweierteams ausgesetzt. Diese Teams sollen aus Freunden bestehen, die sich gegenseitig pushen und auch aufeinander aufpassen. Das wäre geil gewesen. Und ich will keine Ausreden hören, Freunde. Ich wurde von Fritz für die Team Edition Seven vs. Wild Staffel 3 nominiert. In einer ganz frühen Phase des Projekts und jeder Staffel steht immer, wie starten wir das Ganze? Die Nominierung in Staffel 3 war wie gewohnt ein bisschen frech. Wir haben einfach mal wild nominiert und quasi ins Internet geschossen, könnte man fast schon sagen. Ja, das ist ja geil. Schule ahnen, was jetzt kommt. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Hey Leute, was geht? Dieses Duo hat mit legendären COD-Commentaries eine ganze Generation geprägt. Sie tragen ihr Herz auf der Zunge und sind dabei nur schwer zu überhören. Wir alle, inklusive Fritz, sind seit Jahren Monte-Fan, finden das einfach geil, was er macht, feiern den Kerl. Und wir haben gesagt, das wäre für uns das Größte, wenn der dabei ist. Ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren. Ich bin sehr gespannt, was sie sagen. Freue ich mich sehr über die Einladung. Bin ich stolz drauf. Kann ich nur sagen, ist es so ein 50-50-Ding, bei mir zumindest aktuell mitzumachen. Da muss ich ihn ordentlich bearbeiten, weil wenn, dann nur als du. Und dann will ich auch keinen anderen Du. Nur die Rolex Krone 88. Und dann schauen wir mal. Der mich in der Nacht warm hält mit seinem tätowierten Brombeerbauch. Wir wollen keinen zu nahe treten. Das ist auch ein echtes Risiko, dem man sich aussetzt. Und jeder muss das für sich entscheiden, ob er das am Ende machen möchte oder nicht. Normalerweise spricht man ja sowas im Hintergrund ab. Und dann fragt man, ob die Leute Zeit und Lust haben. Und das
läuft ja alles ein bisschen anders, aber wir machen generell die Dinge ja ein bisschen anders. Jeder darf da jederzeit sagen, ey Leute, das möchte ich nicht. Erstmal danke an Fritz für die Einladung. Ich habe die Einladung abgelehnt. Die ehrliche Antwort ist, ich habe einfach nicht die Eier dazu. Das kann ich nicht. Da bin ich nicht bereit zu. Also Monte ist, auch völlig in Ordnung dabei, aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass er sich das anguckt. Letztes Jahr hat er sich auch teilweise angeguckt, ist dann irgendwann ausgestiegen später. Vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr, ihn am Ball zu halten und dass er sich die ganze Staffel anguckt. Er wird uns auf jeden Fall freuen. Voll. Weil wir auch wirklich selber fast alle Reactions gucken, weil wir finden das geil. Ne? Und zwar von Anfang an klar, dass wenn wir natürlich jetzt diese Nominierung ins Internet schmeißen, dass es auch Leute geben wird, die sich gar nicht melden, die absagen, die keine Lust haben, die keine Zeit haben. In der größten und echtesten Show des Internets haben die zwei Titanen der Bildröhre einen Platz verdient. Es ist auch ein großer Schritt, sich jetzt 14 Tage für die alleinige Show zu committen, plus dann noch eine Woche für Vor- und Abreise. Und das sind halt alles sehr beschäftigte Menschen. Erstmal möchte ich mich recht herzlich für die Ehre bedanken, überhaupt in Erwägung gezogen werden. Aber ich mache das natürlich auf gar keinen Fall, weil mir das viel zu anstrengend ist. Das ist mir zu gefährlich. Natürlich ist uns auch klar, Joko und Klaas, den kannst du nicht mehr mit Reichweite ködern. Den brauchst du auch nicht eine Million anbieten, damit die mitmachen. Das ist denen alles völlig egal. Ja, mit dem Erlebnis halt. Ja, genau. Ne? Die müssen einfach Bock drauf haben. Ja. Das ist völlig normal, völlig okay. Und wir haben natürlich uns auch im Hintergrund schon ein bisschen Gedanken gemacht, okay, wen könnte man als Ausweichkandidat nehmen? Ich dachte mir ehrlich gesagt bei Joko und Klaas, dass die schon mitmachen. Aber die ganzen Sachen, die sie halt immer machen, sind so, ich will nicht sagen gestaged, aber kontrolliert gefährlich. Da ist immer jemand dabei und also die auch die ganzen Duelle um die Welt und so weiter, da sind Profis dabei, Experten. Direkt bei denen, die da das kontrollieren, dass sie halt nicht draufgehen. Und deswegen kann ich das schon verstehen, weil die haben halt, also die haben auch viel anderes zu tun einfach. Das sind 21 Tage, was sie meinen, oder noch mehr. Ist halt viel Act einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss euch etwas zeigen, ihr dürft es nicht sagen. Oh mein Gott. Oh nein! Oh nein! Oh mein Gott. Oh nein! Hey, yo, was geht? Hey, du bist doch laut. Hi Dominik, hi Kevin, hi Hugo. Dominik, ich sehe so ein bisschen Panik in deinen Augen. Vielleicht ein bisschen. Ja, machen wir es kurz und knapp. Habt ihr Bock? Auch wenn du dir jetzt nur auf eine Couch sitzt und eine Kamera drauf richtest, sind die halt ultra fucking witzig. Aber wie witzig werden die dann in so einer Situation? Null. Über Seven oder ich weiß es ehrlich oder nicht. Eben auch nicht. Ganz andere Facetten, keine Ahnung. Scheiße. Ja, ich habe die beiden natürlich direkt im Livestream angerufen. Ich habe das Ganze auch beobachtet und geguckt, wo sind sie gerade? Sie waren gerade auf Madeira in einem Restaurant. Ey, ich sag ehrlich, Bro, wir haben nicht mehr damit gerechnet. Wir dachten, dass hier schon andere Leute angerufen haben. Wir dachten, das ist over. Zwei ganz spezielle Menschen, die einen Willen haben, den, glaube ich, viele Leute unterschätzen. Fritz, wir sind dabei! Wir sind dabei, wir machen's. Jetzt müssen wir jeden Tag reingehen. Tendenz, falls ihr die anderen Reactions schon gesehen habt, ich unterschätze sie. Vielleicht auch, aber ich glaube nicht, dass sie es weit schaffen. Dschungeltraining. Geil. Es wäre so schade, diesen Moment einfach so zu verpassen und dadurch, dass wir alle auf Social Media ein bisschen unterwegs sind, dass das Streamer sind, was für mehr, ruf ich die einfach im Livestream an. Das Ding nehmen wir mit. Es geht um eine einfach so viel Reichweite. Nach Nominierung, die ist das. Den guten Hallo, ja? Moin, was geht? Moin, ich weiß, gerade super ungünstig, ihr seid gerade am Tätowieren und so weiter, ne? Wartet mal. Meineke ist drin. Kamera einmal rüber. Was? Ruhe, Kamera. Sorry. Fritz, Meineke ist da. Was sieht's, ja? Tramis Rumatra auch einfach ikonisches Social-Media-Couple, würde ich die jetzt schon nennen. Ob du Bock hast, mit deinem Kompagnon Rumatra Teil der dritten Staffel zu sein? Ja! Ja! Wir fahren! Scheiße, ich muss Rumatra fragen! Super, was ich ständig in die Haare kriegt, was sich gegenseitig so ein bisschen hops nimmt. Rumatra! Scheiße, ich muss Rumatra fragen! Dabei, oder was? Wir müssen einfach besser sein als... Ja. Wir müssen besser sein als Hammerblatt und Rätsmann. Ja, untergeiles Team, die necken sich, die nehmen kein Blatt vom Mund, die haben einfach Spaß zusammen. Fritz, ich kann dir dafür nicht genug danken. Die ersten Teams stehen fest. Immer noch ohne einen finalen Austragungsort. Und während in Deutschland die ersten Spekulationen beginnen, laufen die Vorbereitungen im Hintergrund auf Hochtouren. Und wir begeben uns weiterhin auf die Suche nach Seven vs. Wild tauglichen Spots.
jetzt ein paar Spots ausfindig gemacht. Ich hoffe, wir werden fündig. Zeit wird knapp, aber ich bin guter Dinge. Ich weiß noch nicht, wie geil das ist, wenn ich mir da so die Fenster angucke von dem Apparat. Und Johannes hat auch richtig Lust. Ich würde krank abkotzen. Aua. Ich wird gekotzt. Also auf Booten habe ich kein Problem. In so einem kleinen Flugzeug. Ich bin einmal in der Cessna geflogen. Das ging. Das war... Ich glaube, so Loopings oder so wären, weiß ich nicht, wahrscheinlich nichts für mich. Es schaut halt alles gleich aus. Es ist halt Wald, ne? Wald und ein bisschen Wasser. Aber wenigstens viel Süßwasser. Es gibt eine Aufnahme, glaube ich, im Flieger. Pat läuft Kamera unten an mir vorbei. Ich bin so am Kotzen, mir ist alles, also wirklich kotzübel. Und ich sag zu Pat, mach deine Kamera an, das war ihm unangenehm, mich zu filmen, weil ich da so voll mit Schnolle und Kotze und so. Ich sag, mach die Kamera an, dokumentier das, Pat. Was ist los mit dir? Ich habe, wie angekündigt, gekotzt. Sehr ausgiebig. Aber sag, dass du es angetreten hast. Das gehört dir nicht so. Okay. Alter, sehr, sehr, sehr Schwitz und Wein, boah, fuck, ey. Ja. Ist ja der Horror. Die Wasserflugzeug- und Helikopterflüge Alter, sind groben orientiert. Der Arme. Mit den Booten fahren wir erste Spots an, um sie genauer auf ihre generelle Eignung zu prüfen. Süßwasser, Nahrung, Shelterbau. So, wir sind jetzt gerade in der Zodiac, in so ein riesiges Schlauchboot. Das sieht geil aus, so richtig black. Wir haben ein Klo und wir fahren jetzt von Port Hahn. Klo? Was? Das ist nicht ganz nördlich, in den Norden von Vancouver Island, um zu unserer Location zu kommen. Ein Problem beim Scouting war, weil das ganze Gebiet so wild ist, dadurch, dass es First Nations Reservat ist, das darf also nicht jeder treten, es ist so wild, dass niemand eigentlich so richtig weiß, was lebt da eigentlich alles. Auch wenn natürlich die Gefahr für Grizzlies zum Beispiel verhältnismäßig gering war im Vergleich zur Westküste direkt, konnte es keiner ausschließen, weil auch Grizzlies und Schwarzbären betreiben Inselhopping, schwimmen auch teilweise mal rüber. Von der Westküste, ja, du guckst richtig, zu Recht guckst du schockiert. Die schwimmen rüber und springen dann so von Insel zu Insel. Und auch auf Vancouver Island, auch wenn es da offiziell keine gibt. Aber das ist doch, also du kannst doch theoretisch überall Tiere haben, die in diesem Gebiet sind und da eventuell sein könnten oder halt auch nicht. Also die wussten ja auch, dass an der tropischen Insel vielleicht Schlangen sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Wildschweine etc. wussten auch, dass bei Seven vs. Wild bei der ersten Staffel Bären, Wölfe, Hirsche, die sind auch nicht ungefährlich, die können auch ewig lang schwimmen. Oder Elche, was auch immer. Aber das kann da genauso gut sein. Also da können auch Elche sein. Beim Scouting, Wölfe. Weißt du vielleicht noch? Ja. Das Erste, was die uns sagen da, wo wir einmal kurz links reingefahren sind, ist übrigens hier am Fluss ist ein großer Grizzly. Ja. Also auf Vancouver Island, wo wir hingegangen sind ursprünglicherweise. Weil sieht man den auch? Verhältnismäßig hoffentlich. Gering. Ja, aber gering heißt eben nicht ausgeschlossen. Wir landen gerade mal beim ersten potenziellen Spot an. Witschi-Brille. Das war für uns halt auch immer wichtig, dass es halt ein Sweet Spot ist aus natürlicher Gefährlichkeit, aber keiner 95% Todesquote. Dementsprechend mussten wir halt irgendwie einen Ort finden, wo es halt nicht zu 100% sicher ist, dass sie an Tag 5 Grizzly im Camp haben, sondern dass er vielleicht erst an Tag 5 kommt. Koordinaten gespeichert, Empfang kein, aber nicht schlimm. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spot. Man sieht schon die Spuren. Hier scheint es auch belebt zu sein. Also viele Wildtiere. Und optisch, ganz ehrlich, das ist genau das, was wir haben wollen. Super geil. Ja. Bärenspuren, ich freue mich. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar potenzielle Spots, ein paar Backup-Spots. Johannes findet irgendwie jeden Spot hier geil, obwohl man sich da umbringt, wenn man da reinläuft. Ja, wie
Alles Macher. Knossi und Sascha, ja, Kandidaten und quasi Überlebende aus der zweiten Staffel. Oh, mein eigenes Pool! Ich liebe die Jungs. Alter, die du musst eine Kamera hin, egal in welchem Szenario, und die beiden funktionieren. Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Wir sind ready für den fucking Dschungel. Brüder! Ein toller Tag! Ich komme vom Tanztraining! Ja, Knossi ist ein sehr emotionaler Mensch, der auch gerne mal wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her springt. Ruft uns dann auch fast täglich an im Hintergrund. Und ey, das will irgendwelche Infos, erfragen. Oh so. Mann, ey, das ist ja krass. Da, so wie er halt ist, ne? So stark wie er Bock hat, so schnell hat er auch keinen Bock mehr oder wieder Schiss. Und in dem Moment, ja, Schiss. Nachdem er Schiss hat, sagt er wieder, ah, das ist alles ganz einfach. Easy, das ist Kindergarten. Nee, das sagt er nie. Kann er nicht mitmachen, ich kann es nicht, ne? Und am nächsten Tag ruft er wieder an. So, ich bin dabei. Was soll ich machen? Schau, wir sind dabei. Scheiß drauf. Wir machen es. Wir sind die ohne Plan dahin gehen, wie in Staffel 2. Wir sind aber die hoffentlich durchziehen bis zum Ende. Würden wir einfach auch aus Zuschauer sich gerne sehen. Also das ist auch eine Sache, die wir ganz oft gemacht haben oder ich auch generell bei meinen Videos immer mache. Ich versuche einfach, mein eigener Zuschauer zu sein. Würde ich mir das angucken? Finde ich das geil? Ja. Also, nominiert, fertig. Wenn es ein Duo im Bereich Outdoor gibt, Alter, die werden auf jeden Fall so viel... Also Knossi und Sascha werden so viel Hype bringen, aber ich glaube, deren Energie wird nicht lang für die 14 Tage. Naturensöhne war tatsächlich das allererste Team, was sofort feststand. Das ist quasi das Team krass. Im Outdoor-Bereich. Wir sind halt so von den Grundvoraussetzungen. Ja gut, bestimmt. Jetzt nicht die Top-Survivalisten, möchte ich mal sagen. Zwei geile Charakter, die sich lange kennen, super lange befreundet sind, sich gegenseitig die Sätze ergänzen. Wir sind aktuell nicht die Fittesten. Sagen wir, wie es ist. Ich stehe auch nicht schlecht im Futter, sag ich mal. Und ich habe immer noch eine Gastritis. Das ist eine Magenschleimhautentzündung. Das heißt, theoretisch habe ich immer Magenprobleme, wenn ich lange nichts esse. Staffel 1 und 2 war eine Solo-Edition. Nice. Das passt nicht, das ist irgendwie, das sind siamesische Zwillinge, so, ne? Und als dann hieß, dritte Staffel, wir machen Teams, ganz klar. Ich habe auch noch Bluthochdruck. Ey, solange man drüber lachen kann, ist ja alles cool. Mega geil, eingespielt. Eher mehr Busch. Wusste ich gar nicht, krass. Das ist halt deren große Stärke, das Bauen halt. Plus, die sind entertainmentmäßig halt auch auf ganz hohem Niveau. Wir sind dabei, wir stellen uns der Herausforderung. Wir haben Bock, wir freuen uns drauf. Ich persönlich glaube, was Samuels bald so spannend macht, ist die Mischung. Wir haben eben nicht 7 Teams, die Vollblut-Profi sind. Wir haben Leute, die keine Berührungspunkte mit Survival oder auch nur Outdoor oder vielleicht sogar nur Camping haben. Wir wollten eine bunte 4. Mischung haben. Leute, die gar keine Ahnung haben, die ein bisschen Erfahrung haben und Leute, die schon sehr, sehr lange mit dabei sind. Vorbereitung für Seven vs. Wild. Und heute wird gekocht Fisch, vorausgesetzt, wir fangen auch eins. Mein Name ist Jan Lange, ich bin 25 Jahre alt. Joey und Jan, auch ein sehr wildes Team. Oh Gott, ey, ne? Das sind auch so wild. Hat auch ein absoluter Kämpfer und Beißer-Typ, der dann sein Azubi an die Seite kriegt und ihm einmal zeigt, wie das Leben funktioniert, würde ich sagen. Joey kommt zu seinen ersten Kalorien. Zwei Männer der Extreme, würde ich mal sagen. Der alte Showhase, der von TV Total 25 Jahre jedes Event gerockt hat, bis über Extremsport. Natürlich angefangen in der Kelly Family. Weltweite Konzerte als einer der absoluten Weltstars. Dann Jan, der auch im Extremsport zu Hause ist, allerdings Parcours macht und Freerunning und Flips und Saltos und sich irgendwelche Hüften bricht. Au! Eine Flamme. Jemand, der Bock drauf hat, der motiviert ist. Ah, ich hasse sowas. Ich fress Dreck, ich geh durch, ich probier mich aus, ich mach das. Die ganze Zeit dieses abgef***te Seven vs. Wild im Kopf. Geile Kombi einfach, zwei geile Charaktertypen. Welche Art von Musik hörst du, Knolli? Also Knolli! Parcours-Thema bei Jan hilft auf jeden Fall, weil er kann gewisse Grenzen einschätzen für sich selber, mental, vielleicht auch körperlich. Ich raste wirklich gleich auf. Hier ist ein Leistungssport. Also mein Favoritenteam skilltechnisch ist Fritz und Marlin. Ich glaube, das ist sehr obvious. Hallo, ja. Herzlich willkommen in der neuen Folge von 2 Marlin. Moin, Servus. Marlin und Fritz,
Schwierig. Seit Jahren dominieren sie die Outdoor-Szene und unterhalten Millionen. Sagt ehrlich, ihr findet euch? Also wenn ich dafür keinen Daumen nach oben kriege. Treffen sie aufeinander, dann schallen Beleidigungen durch den Wald. Hol den Leinwichser! Ja, komm doch! Meine Fresse! Ich sag mal so, die Leute, die Martin kennen, also ein altes Ehepaar. Wissen, dass er schon ein sehr spezieller Typ ist. Ich kenne Martin schon sehr, sehr lange. Deswegen weiß ich halt, wie ich mit ihm umzugehen habe, wie ich gewisse Sachen lesen muss, womit andere Leute vielleicht nicht klarkommen, aber ich kenne ihn halt sehr, sehr gut. Andersrum ist aber auch genauso. Ich habe genauso meine Eigenheiten und er kennt mich halt sehr lange. Deswegen kennt ihr jeder. Das sehr gut. Give me the wall, we go off and runter. Ja, wir haben ja auch schon viele, viele Projekte gemeinsam. Fuck, ey, Martin. Oh Gott, ey, ich hab den schon ganz wieder vergessen aus Staffel 1, ey. Der ist ja so, Gott, was da dem im Kopf vorgeht, Alter. Da ist Fritz, also Fritz ist ja eher so cool, calm, collected, Alter, aber Martin ist ja Martin halt, ne? Oh Gott. Ey, oh, die sind ja wirklich wie Pech und Schwefel, das ist ja eine Katastrophe bei denen. Oh, also wird ja schon gesagt, survival-technisch sind sie wahrscheinlich, das heißt wahrscheinlich sind aber das beste Team. Oh Gott, aber die kriegen ja sowas von sich in die Haare. Ich bin auch ein bisschen bekannt dafür, ich steche hier gern mal. Ah, Tiger! Hab ich bei Monte gelernt. Fritz ist so aufgeregt, der ist sowas von aufgeregt, hat die ganze Nacht nicht geschlafen, weil wir nämlich da hoch müssen. Komm ehrlich, das ist doch geil. Ist schon geil. Die finden eigentlich zu jeder Sache eine Lösung, bauen sich gegenseitig auf, pushen sich hoch, necken sich gegenseitig, aber das bringt die beiden irgendwie immer nach vorne. Und deswegen ja, sind das meine Favoriten. Kameramann sagt, Kamera läuft. Ich bin so gespannt auf die zwei. Affe und. Ich sage es gleich, bevor irgendwas gesagt wird. Bitte, bitte lass sie besser sein als Nova und Sabrina in Folge Staffel 2. Bitte, einfach mehr Content, weil die haben ja, also Sabrina wenigstens ein bisschen, aber Nova hat ja gar nichts gemacht und war dann draußen. Sabrina hat einfach irgendwann gesagt: Nee, bin zufrieden, mag das nicht mehr. Bitte, bitte, für alle da draußen, macht es bitte für alle hier, habt länger durchgehalten oder beziehungsweise es mehr versucht. Hanna, ja, Hanna als Wildcarderin hatte ja in ihrem Bewerbungsvideo sogar Bären gefilmt. Das war nicht in Kanada, sondern in Europa. Und da war sie natürlich ein bisschen geschützter in so einem Fotoversteck, in so einem gebauten, sag ich mal, aber trotzdem mitten im Wald und irgendwie alleine. Kann mir einer sagen, wie ich das 2 Wochen aushalten soll? Ja, ist natürlich auch extrem schön, dass vielleicht durch so Momente dann gemeinsam einfach eine Freundschaft entsteht. Da wird so viel Tränen fließen. Erfahrungen, die wird man so nie irgendwo haben. Was ich gerade alles erleben darf, das ist halt so. Ja, sehr. 2 Weite haben sich super ergänzt zusammen und ist, glaube ich, ein richtiges Powerfrauenteam. Alter. 1,5 Stunden jetzt um die Insel gefahren. Geflogen. What the fuck? Gefahren. Und ich glaube, wir haben 2 Spots noch gefunden, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Nice. Das ist ganz geil. Aber es sah vielversprechender aus, als ich erwartet hätte, oder Marc? Also es ist schon, sah gut aus. Der Helikopterpilot meinte, wir können an manchen Spots sogar easy mit dem Helikopter landen. Ich bin guter Dinge. Das war ein erfreulicher Flug. Sehr gut. Also von oben sieht das richtig geil aus. Da sind Spots und Lichtung und Seen, von denen man auf jeden Fall vom Strand aus, von den Beaches nicht hinkommt. Das ist natürlich nice. Let's go back to the office. Yeah, let's go back to the office. Wir wollen natürlich niemanden umbringen. Also wir versuchen, das alles spannend zu gestalten, keine Frage. Und es soll auch ein echtes Risiko da sein, sonst macht die ganze Serie keinen Sinn. Aber natürlich haben wir nichts davon, wenn da jetzt einer drauf geht. Ne? Das sagt er so im Lächeln, aber es ist halt wahr. Große Teile von Kanada ausgeschlossen. Also die Grizzly-Gefahr, die Grizzly-Dichte auch in dieser Zeit ist zu hoch. Dieses Risiko mussten einfach minimieren zur Sicherheit der ganzen Produktion, aber natürlich vor allem gegenüber den Teilnehmern.
Weil letztendlich verlässt sich jeder darauf, dass wir unseren Job vernünftig machen. Dieser Pflicht müssen wir auch einfach nachkommen. Schade, da stehen keine Namen drauf. Du hast versucht irgendwie den zu lesen. Ah, da steht noch Heli. Boot, Weg, also wie man halt hinkommt. Kein Heli, nur Boot vielleicht. Boot, Heli, Boot, Swimming. Schade, ich dachte, da steht vielleicht schon, wer wo irgendwo ausgesetzt wird. Aber sind dann nicht dumm. Also hätten sie ja wahrscheinlich nicht gespoilert. Aber man weiß nie. Also man muss einfach gucken, dass es verhältnismäßig bleibt. Es bleibt eine Unterhaltungsshow. So, finale Nachbesprechung hat stattgefunden. Wir haben alles geklärt. Und wir können sagen, wir machen es hier. Kanada ist es. Port Hardy wird vermutlich unser Campground fürs ganze Team werden und ein Teil auf der Insel, auf Hope Island. Und das bedeutet, Staffel 3 wird im First Nations Reservat stattfinden. Da muss man auch nochmal sagen eigentlich, dass es krass ist, dass wir das machen dürfen. Das ist echt krass. Seit 30 Jahren hat keine Kooperation mehr mit den First Nations stattgefunden. Wir mit Seven Worlds Wild sind jetzt wieder nach 30 Jahren die Ersten, die es machen dürfen. Wir sind sehr stolz und happy. Und wir sehen uns dann, wenn Seven Worlds Wild losgeht. Yay. Oh, krass, ey. Die Zeit wird knapp. Die letzten 24 Stunden vor der Aussetzung brechen an. Was passiert in den letzten nervenaufreibenden Stunden bis zum Survival-Highlight des Jahres? Boy. Wir reisen mit den Kandidaten nach Camp Bell River, zeigen euch jedes Sicherheitsbriefing und die erste Begegnung mit den First Nations. Ich bin wieder am Leben. Sind die Kandidaten wirklich bereit? Was haben sie final mit in die Flasche genommen? Und wer kann beinahe nicht ausgesetzt werden? Bist du am Kotzen? All das nächste Woche Dienstag, dem 21. November in Folge 4 Behind the Scenes. Oh, krass, ey. Oh, Leute, geil, ich habe schon wieder so Bock auf die nächste Folge. Krass. Boah, also zusammenfassend, man glaubt gar nicht, wie viel Act so dahinter steht bei so einer Organisation, also allgemein bei so Events. Man sieht halt, okay, vielleicht eine Woche davor, die müssen anreisen, die müssen Visen sich ausstellen lassen. Also jeder braucht ein Visum. Und dann reisen die an, dann werden sie gebrieft, bla bla bla. Dann sind sie da 14 Tage und dann fliegen sie wieder zurück und das gleiche nochmal. Es ist vielleicht 21 Tage, maximal 28, also 4 Wochen. Aber die fangen ja ein halbes Jahr davor an. Also am Anfang, wo Fritz das ganze Statement gemacht hat mit Staffel 3 kommt, wir wissen nicht, ob Alaska oder Kanada, die arbeiten da auf Hochtouren einfach ein halbes Jahr lang für diese Produktion, die wir hier genießen dürfen, für 14 Tage. Dass da Leute 14 Tage allein ausgesetzt werden und die arbeiten dann ein halbes Jahr lang drauf hin und haben dann quasi 14 Tage keinen Kontakt mit denen, im Optimalfall, und holen sie dann wieder ab. Das ist richtig krass. Naja, ich finde diese Videos so geil. Ich hoffe, ihr natürlich auch. Und hoffentlich sehen wir uns natürlich dann auch wieder bei dem nächsten Video. In 5 Tagen, 6 Tagen. Wann kommt die immer raus? Naja, ein Tag nachdem es auf YouTube veröffentlicht wurde, wahrscheinlich spätestens 2 Tage. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao.